Wenn ich an Thailand denke und meine Augen schließe, dann sehe ich wunderschöne Strände, türkisblaues Wasser, thailändische Longtailboote und atemberaubende Klippen. Und all das findet sich genau hier in Rayleigh Beach. Hier sind wir aktuell und in diesem Video zeigen wir dir, was du in Rayleigh Beach alles unternehmen kannst, ob es sich wirklich lohnt, hierher zu kommen und ob das vielleicht die schönste Ecke Thailands ist. Wenn wir uns noch nicht kennen, wir sind Laura und Finn. Seit 2020 reisen wir als Vollzeit-digitale Nomaden und Weltenbummler um die Welt und teilen auf unserem Instagram- und YouTube-Kanal ganz viel Reisetipps und Reiseinspiration. Nach unserem ersten Stop in Bangkok sind wir jetzt aktuell in Südthailand unterwegs und nehmen dich die nächsten Wochen mit auf unsere Thailand-Reise. Abonniere jetzt schon mal den Kanal, um kein Video zu verpassen. Wir sind gerade in Rayleigh Beach angekommen und natürlich muss man als allererstes einchecken. Und das hier ist unser Zimmer, sieht total süß aus. Rayleigh Beach ist super, super schwierig, weil die Unterkünfte sind hier extrem teuer und es gibt jetzt nicht so super viel Auswahl. Gerade im Low-Budget-Bereich ist es eher schwierig. Wir wollten aber nicht ins Hostelzimmer, sondern ein privates Zimmer haben. Deswegen haben wir uns für dieses entschieden. Es war, glaube ich, auf Booking.com eines der günstigsten mit Klimaanlage. Und wir finden, das sieht wirklich okay aus. Wir haben ein großes Bett, wir haben eine richtige Decke, was wir immer extrem lieben. Wir haben eine Aircon und wir haben hier einen großen Schrankbereich und eigentlich ist das Badezimmer auch in Ordnung. Und wir sind relativ gut gelegen, wir sind auf der Ankommenseite quasi von Rayleigh Beach gelegen. Heißt, es ist nicht an einem schönen Strand, wo man auch baden kann, aber von hier fährt auch die Fähre dann wieder ab, wenn wir weiterreisen. Deswegen alles wunderbar und bis jetzt der erste Eindruck ist top. Auch das Badezimmer ist eigentlich ganz klassisch, Klo mit Warmdusche und ein Waschbecken. Alles sieht echt super aus. Ich weiß noch, wie ich das allererste Mal den Rayleigh Beach gesehen habe und einfach absolut geflasht war von diesen Kalksteinen mit den Palmen und den wunderschönen Stränden. Also ich finde wirklich, der Rayleigh Beach und generell die Ecke von Krabi gehört einfach mit zu den schönsten Ecken in Thailand. Und dann gibt es den Rayleigh Beach, der vielleicht echt der schönste Strand in Thailand ist. Ich bin mir unsicher, schreibt es mal in die Kommentare, was ihr denkt. Findet ihr der Rayleigh Beach, wenn ihr schon mal hier wart, ist einer der schönsten Strände in Thailand? Ich finde es auf jeden Fall. Generell ist es bei Rayleigh Beach so, es gibt so drei Hauptstrände, würde ich es mal nennen. Es gibt den Ankommenstrand, das ist so ein Floating Pier. Der ist nicht wirklich ein Strand und es ist auch nicht besonders schön, aber trotzdem würde ich ihn mal als Strand bezeichnen. Dann gibt es diesen Phra Nang Cave Beach, das ist, glaube ich, wirklich mindblowing schön. Werden wir auch noch in diesem Vlog hinkommen. Und es gibt den Hauptstrand, würde ich so ein bisschen sagen. Da ist Sunset und früher, beziehungsweise die Tagestrips kommen, glaube ich, auch immer noch an. Also und wenn es ihr ist so von der Walking Street eigentlich der Hauptstrand von Rayleigh. Und diese drei bilden so ein bisschen das Zentrum von Rayleigh Beach. Und Rayleigh Beach ist eine Halbinsel. Heißt, obwohl es auf dem Festland ist, erreicht man es nicht über den Festlandweg. Man muss immer mit einem Boot hierher kommen und dadurch fühlt es sich an wie eine Insel. Hier gibt es einen so lokalen Supermarkt, der sich einfach aus Indonesien, glaube ich, so ein Minimart-Schild geklaut hat. Also jeder, der schon mal in Indonesien war, kennt Minimart, so ist wie das 7-Eleven. Und hier ist einfach auch so ein Schild und ich glaube, das ist aber kein offizieller Minimart. Wir sind vorhin angekommen und dachten so, hier gibt es ein Minimart. Was? Und dann richtige so Home-Gefühle bekommen, aber es war kein Minimart. Trotzdem witzig. Du weißt, dass du in Rayleigh Beach angekommen bist, wenn die Monkeys überall sind. Es gibt überall hier auf dieser kleinen Halbinsel Affen und ich bin nicht so ein riesengroßer Affenfreund. Ich finde die irgendwie scary, aber die hier sind relativ harmlos, würde ich sagen, also gerade die im Vergleich zu Bali, die wirklich super aggro sind. Sie chillen hier einfach und die gehören irgendwie zu Rayleigh Beach dazu. Und es gibt die großen Affen und es gibt an dem einen Beach auch noch so kleine mit so weißen Augen, ne? So schwarze Augen, oder nicht? Schwarze Augen? Weiße Augen? So kleine Schwarzkopf-Affen. Ihr wisst, was ich meine. Der einfachste Weg, um von der einen Seite auf die andere Seite zu kommen, ist einmal, wie gesagt, durch diese kleine Affenstraße durchzugehen. Und wenn man ungefähr an der Mitte angekommen ist, dann kommt man hier durch eine kleine Walking Street, wo dann eigentlich alle Hauptrestaurants und die ganzen Shoppingläden sind. Also es gibt hier ähnlich wie auf Phi Phi Island super viele schöne kleine Boutiquen. Aber ich würde sagen, shoppen gehen wir später, oder? Das heißt, hier auf Rayleigh Beach ist wirklich alles fußläufig erreichbar.
Man kann von der einen Seite auf die andere Seite der Insel innerhalb von 10 Minuten gehen. Und es gibt hier, glaube ich, nicht mal Scooter zum Ausleihen. Heißt, es ist eigentlich perfekt, auch um das hier zu Fuß zu erkunden. Was gibt's Besseres in Thailand als einen kleinen Chicken Skewer vom Straßenrand? Einfach so geil. Wir sitzen jetzt hier am Hauptstrand und genießen den Sonnenuntergang und es ist einfach so spannend zu beobachten, weil super, super viele Leute, die nach Rayleigh Beach kommen, kommen nur für den Tag. Heißt, sie kommen morgens mit einem Longtailboot von wahrscheinlich Aonang oder Krabi und verbringen dann hier den Tag und dann gegen Sonnenuntergang gehen sie alle wieder. Heißt, momentan gibt es so eine richtige Armada an Booten, die jetzt wieder verlässt und der Strand wird immer leerer und leerer. Dabei finde ich gerade dann die Zeit, wenn ganz viele Touristen weg sind und hier nur noch weniger Touristen sind, ist dann irgendwie die angenehme Zeit und gerade Richtung Sonnenuntergang und Abend hat Rayleigh so einen ganz besonderen Vibe. Deswegen empfehlen wir persönlich immer auch mindestens mal eine Nacht hier zu übernachten. Das ist einfach super, super special. Aber ich verstehe natürlich, aus Kostengründen gesehen ist ein Tagesausflug sehr viel effizienter und es macht einfach viel mehr Sinn, wenn man auf Budget reist, weil die Unterkünfte hier wirklich unglaublich teuer sind. Wir haben jetzt ins Sunset hier geschaut und es ist einfach so unfassbar schön. Es ist wirklich das Thailand, was man irgendwie in diesen ganzen Bildern im Kopf hat. Und es ist einfach gerade mal wieder der krasseste Sunset, den wir seit langem irgendwie gesehen haben. Fall. Also es ist echt unglaublich schön. Und es ist auch richtig schön, weil im Vergleich zu letztem Jahr zum Beispiel ist hier echt viel los. Also es sind viele Leute wieder da und natürlich war es letztes Jahr schön, weil wir die Strände für uns gefühlt hatten. Aber es ist so, auch einfach schön, wieder unter Leuten zu sein und alle genießen es zusammen. Und auf jeden Fall ein sehr, sehr gelungener erster Abend. Schönen guten Morgen aus Rayleigh Beach. Wir haben sehr gut geschlafen, außer dass heute Nacht unsere Aircon ausgefallen ist, aber besides that war alles gut. Und wir haben hier direkt um die Ecke von unserem Hotel einen Coffee Shop entdeckt, der heißt Bang Bang Coffee Shop. Und der ist im Vergleich zu den anderen Coffee Shops an dem Hauptstrand etwas günstiger. Und wir haben hier alternative Milch, was für mich immer total wichtig ist. Deswegen wird so meine Kaffeesucht morgen gestillt. Ich kriege jetzt meinen Kaffee hier und dann starten wir den Tag. Ich bin jetzt 5 Jahre lang mit dieser wunderschönen Frau zusammen und in den letzten Tagen ist mir was aufgefallen. Und zwar, sie liest die Speisekarten immer von hinten. Das heißt, sie fängt an, mit der allerletzten Seite guckt sich die an und es öffnet mir total die Augen, weil Laura immer... Wir waren nie on the same page, alle wörtlich gesagt. Und jetzt... Jetzt weiß ich, woran es ist. Naja, aber hinten ist immer, also erst kommen die Getränke, das ist langweilig, aber dann kommt halt der geile Shit. Also dann kommen immer die richtig guten Sachen. Und vorne kommen immer noch so Appetizer und sowas, was wir uns eh nie holen. Und also, irgendwie ist das so ein Tick von mir. Schreibt mal in die Kommentare. Liest auch jemand von euch die Speisekarte von hinten? Rückwärts. Generell kann man hier in Rayleigh Beach ganz unterschiedliche Sachen unternehmen. Man kann natürlich am Strand entspannen, aber man kann auch zum Beispiel klettern. Rayleigh Beach ist super, super bekannt, um hier diese Steinwände hochzuklettern. Und es gibt überall so Klettershops, da kann man so die Ausrüstung und entweder selbst ausleihen oder mit einem Guide gehen oder wie erfahren man dann auch immer ist, eben so eine Experience machen. Ansonsten kann man super viele Schnorcheltouren von hier buchen. Man kommt sogar von Rayleigh Beach in einem Tagesausflug nach Phi Phi. Heißt, wenn ich nach Phi Phi Island gehen will mit Übernachtung, könnte das auch von hier aus machen. Oder eben andere Island-Hopping-Touren, um eben diese ganzen Inseln um Rayleigh Beach zu erkunden. Wir sind persönlich nicht so ganz die Kletterfreunde. Also es macht uns irgendwie nicht so richtig Spaß. Deswegen ist es nicht so richtig unser Ding, was ja aber völlig in Ordnung ist. Für andere ist es sicherlich super cool. Wir haben uns hier mit schon mehreren Leuten unterhalten, die sagen, es ist wirklich ein Traum für jeden, der das gerne macht.
gemacht. Ansonsten aufgrund meines Gesundheitszustands und dass ich einfach super erkältet bin momentan, chillen wir hier einfach nur an den Stränden. Wir ruhen uns ein bisschen aus, versuchen ein bisschen Arbeit zu erledigen und genießen einfach den Rayleigh-Vibe, weil der Rayleigh-Vibe ist einfach so entspannt. Es ist echt wie so ein kleiner Hippie-Ort. Es erinnert uns extrem an die Gili Islands. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal da war, aber da gibt es auch überall so ein Käppchen und es gibt einfach überall so kleine Hippie-Shops, viele Restaurants an der Walking Streets, Shops und man kann einfach richtig gut entspannen. Und deswegen nutzen wir die Zeit jetzt hier einfach zum Entspannen und wir fahren eben danach noch nach Koh Phi Phi und werden dort mehrere Tage verbringen, werden dann natürlich die ganzen Highlights von Koh Phi Phi auch abklappern. Deswegen haben wir jetzt auch nicht den Druck, unbedingt von hier aus eine Schnorcheltour zu machen oder eine Island-Hopping-Tour, weil das eben als nächstes ansteht. Jetzt wird es aber endlich mal Zeit, dass wir an den schönsten Strand hier in Rayleigh Beach kommen. Es gibt nämlich den Phang Nang Cave Strand oder so heißt der, glaube ich. Wir blenden das jetzt mal genau ein, wie der heißt. Und von dort aus kann man nämlich mit der Drohne, glaube ich, den epischsten Shot von Thailand ausmachen. Und genau diesen Shot will ich schon die ganze Zeit machen. Ich freue mich da die ganze Zeit drauf, dass wir ja seitdem wir in Thailand sind. Jetzt ist es aber super windig. Das heißt, ich weiß nicht ganz genau, ob wir das jetzt machen können oder nicht. Ich bin ein bisschen aufgeregt aber vor so einer Geschichte. Also drückt die Daumen. Allein schon der Weg zum Strand hin lohnt sich total, weil hier sind so richtig coole Felsen, wo man so drunter durchlaufen kann. Und es ist einfach so super besonders für die Area hier. Also sind jetzt fast auf der Hälfte des Weges. Der Weg dauert ungefähr von unserem Hotel 10 Minuten. Und ich muss sagen, es ist auf jeden Fall eine Menge los und eine Menge Affen. Hast du deinen Fallschirm dabei? Eingepackt. Sehr gut. We made it! Letztes Jahr war hier auf jeden Fall weniger los. Ich glaube, wir waren letztes Jahr hier fast allein an dem Strand. Und jetzt ist hier schon echt viel los. Also. Ja, aber nichtsdestotrotz ist es mega, mega schön. Hier ist so ein großer Felsen, direkt irgendwie in der Mitte vom Wasser und es sieht so episch aus und auch mit diesen ganzen Caves hier, also Wahnsinn. Der Strand ist wirklich traumhaft schön. Es ist wirklich, wie man sich eigentlich Thailand so ein bisschen vorstellt. Auf super jeden Fall. Blaues Wasser, überall diese Klippen und es ist einfach so angenehm zu baden, keine hohen Wellen und es ist wirklich richtig, richtig schön. Der Strand ist auch groß genug und obwohl hier wirklich sehr viele Leute sind. Es ist noch so viel Platz, ja. Oder? Ich meine, jeder findet hier seinen Spot. Also die Schattenplätze sind ein bisschen begrenzt, ja. Aber wer in der Sonne liegt und gerade im Wasser ist, da super viel Platz. Es ist so eine tolle Bucht, Leute. Wirklich, es ist absolut unreal. Auch gerade immer mit diesen Felsen, die so runterkommen. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen Avatar wurde davon. Diese hängenden Felsen, glaube ich, ja, auch davon. Ja, es ist wirklich wunderschön und definitiv ein Besuch wert. Ich glaube, so als Fazit zu Rayleigh Beach kann man eigentlich sagen, wir empfehlen wirklich jedem hier in irgendeiner Form mal vorbeizukommen. Ja, vor allem, wenn man in Krabi auf der Ecke ist, ist Rayleigh Beach wirklich die Perfektion von dieser Landschaft hier. Ich glaube, absolut low budget wäre wahrscheinlich ein Tagesausflug aus Ao Nang hierher zu machen. Wir empfehlen aber wirklich jedem eigentlich eine Nacht hier zu bleiben, weil gerade gegen Abend wird es hier so schön, es ist so ein süßer Ort. Genau, wenn dann die ganzen Tagestouristen weg sind, dann ist wunderschön. Übrigens, man kann mit dem Tagesboot bis Mitternacht oder 23 Uhr, weißt du, was war das? Es kommt drauf an, wenn sich 8 Leute zusammenfinden, kann man bis Mitternacht zurückgebracht werden. Genau, also es gibt da immer so eine Station am Strand, da kann man warten. Es kostet 150 Baht pro Weg, also auch irgendwie total fair. Und wenn ihr zum Beispiel eine coole Hostelgruppe oder sowas hättet. Und man kann definitiv noch bis zum Sunset hier bleiben, da finden sich immer genügend Leute. Nichtsdestotrotz, wenn man das Budget hat, würden wir auch empfehlen, wenigstens eine Nacht hier zu machen. Wir waren jetzt hier 3 Nächte und wir müssen sagen, es war schon etwas lang. Das hätten wir jetzt so, wahrscheinlich würden wir das jetzt kein zweites Mal machen, weil es dann einfach auch sehr teuer ist. Also gerade als Low-Budget-Reisender ist es dann einfach 50 Euro die Nacht. Und dann ist jedes Essen. Das Essen war jetzt auch teurer. Nicht so überragend, das war ein bisschen teurer. Also wir sind jetzt gespannt auf
Phi Islands, da geht es nämlich für uns als nächstes hin. So oder so machen wir Daumen hoch. Man sollte nach Rayleigh Beach in Thailand kommen, wenigstens als Tagestrip. Es ist wunderschön und auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Wir hoffen, unser Video konnte vielleicht den einen oder anderen inspirieren, hier mal herzukommen. Und die Tipps haben weitergeholfen. Lasst uns doch gern einen Daumen da. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt die doch in die Kommentare. Und ansonsten abonniert den Kanal, denn jetzt geht's nach Phi Phi.